1, 2. Bin ich laut genug? Ja. Audition beim Müllmilliardär. Ah, oh, ja. Die Aufzugtür öffnete sich. Ganz oben im 22. Stock. Nun konnte sie Himmel oder Hölle erwarten. Die marineblau uniformierte Sekretärin mit der dicken Brille blieb so neutral wie ihre Kleidung. This way, please. Sie führte sie in einen grauen Gang. Tristesse begrüßte sie im Mekka des Müllmilliardärs. Die klitzekleinen gläsernen Büros glichen Hühnerstellen. Kein persönlicher Gegenstand, keine Privatsphäre war den Mitarbeitern gegönnt. Die Menschen, die in ihren Kummerkammern saßen und arbeiteten, wirkten auf die Rose wie dressierte Affen in Anzügen. Eine unsägliche Freudlosigkeit ging von ihren grauen, gleichmütigen Gesichtern aus. Die Roboter von KUKA strahlten mehr Sexappeal aus. Die Maschinerie in der Schaltzentrale des Abfallentrepreneurs funktionierte offensichtlich bestens. Profitabel wegen Herzlosigkeit. Sie gelangten ans Ende des tristen Laufstegs. Plötzlich standen sie, völlig unerwartet, in einem großzügigen Konferenzraum mit raumhohen Fenstern und einer Armee aus Böseboxen. Wolf eilte begeistert zu seinen musikalischen Komparsen. Die Rose packte ihr Laptop, das Private Placement, Meisterfüller und Notizbuch aus. Jetzt oder nie! Sie hob beide Daumen und lächelte Wolf ermutigend an. Nikki setzte sich dekorativ an den gigantischen Konferenztisch aus edlem Ebenholz und schlug elegant die Beine übereinander. Wolf tigerte euphorisch an der Fensterfront auf und ab. Der Blick auf den Yachthafen mit den protzigen Seestechern machte ihn geil. Er wollte auch so eins. Hier saß er an der Quelle. Mit breitem Grinsen malte er sich den Triumph vorwegnehmend aus, wie er mit fetten Schecks Haus, Auto und Yacht kaufte. Ein Klacks für den King of Rock. Wozu brauchten sie überhaupt noch dieses nervige Meeting? Just in time ging die Tür auf und Winnie Woodstock betrat den Raum. Er war braun gebrannt, gut gelaunt, leger gekleidet, in beigefarbenen Chinois und türkisem Lacoste Poloshirt. Die weißen Haare kontrastierten attraktiv mit seinem jungenhaften Gesicht. Mit verschmitztem Lächeln ging er auf die Rose zu. Er begrüßte sie stilgerecht mit drei französischen Wangenküssen. Dann wanderte sein Blick gutierend ihren wohlgeformten Body mit dem schicken schwarzen Spitzenkleid hinunter und wieder hinauf in ihre charmant changierenden grünen Augen. Kompliment! You look absolutely wonderful. Like a film star. Die Rose lächelte geschmeichelt. Wow, wenn das kein guter Gesprächsbeginn war. Sie fühlte sich wie Queen Elizabeth Taylor. Wolf beobachtete die galante Szenerie eifersüchtig. Er hasste es nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Gewichtigen Schrittes näherte er sich seinem zukünftigen Gönner. Nach dieser Vorlage war es doch nur noch ein Kinderspiel, eine großzügige Geldspende zu erlangen. Er konnte sich das Schauspiel des Business-Scharlatans also sparen und einfach der sein, der er war. Er holte aus und haute Winnie Woodstock heftig auf die Schulter. Hey, old fella. Nice to meet you. I am Wolf Barzuka. Famous rockstar from Germany. You will earn a fortune by investing in me and my music.
offenen blauen Augen des potenziellen Investors verdunkelten sich. Was war denn das für ein Angeber? Die Rose erstarrte. Sie wusste, you never get a second chance to make a first impression. Wolf hatte es innerhalb einer Minute vollbracht, die letzte erkennbare Chance auf ihre Existenzsicherung zu gefährden. Sie schaltete umgehend in den zweiten Gang und warf Wolf einen alarmierenden Blick zu. Sie setzte sich erneut an den Tisch und bat Winnie und Wolf Platz zu nehmen. Thank you for your invitation. Let me introduce our business concept. Ihre Stimme klang jetzt sachlich kühl und gleichzeitig einnehmend. Sie schloss ihr Laptop an den Beamer an und präsentierte das Geschäftskonzept. Mit Charme, Kutzpe und Substanz schaffte sie es, das Feuer des Interesses in Winnie Woodstocks Augen wieder zu entflammen. Wolf währenddessen döste am Tisch. Nach der 20-minütigen Präsentation hatte die Rose ihr Anliegen präzise und professionell auf den Punkt gebracht. Der potenzielle Investor verbeugte sich vor der Rose. Very convincing. One question only. What differentiates Voltage Music from other music productions? Er richtete die Frage an Wolf. Genau wie die Rose es erwartet hatte. Jetzt war sein Einsatz gefragt. Wolf erwachte aus dem Halbschlaf. Er holte seine Schmeckerbrille aus der Hosentasche, putzte sie an seinem Ärmel ab. Räusperte sich. Erwartungsvoll und wohlwollend zugleich beobachteten die Rose und Winnie Woodstock seine Zeremonie. Sicher das Vorspiel zu einem intellektuellen Meisterwerk. Wolf schaute sie mit seinem Ich schnupfe die Weisheit jeden Morgen zum Frühstück ohne Salzblick an, spielte mit der Schmeckerbrille. Schließlich öffnete er seinen Mundschlitz. Er räusperte sich. I don't like rap music. Dem Adjutanten des Müllmilliardärs fiel die Kinnlade runter. Okay. Mehr sagte er nicht. Es klang nicht okay. Die Rose blickte zum Himmel. Oh no! Wolf hat es tatsächlich geschafft, auch diese Chance zu vergeigen. Nun konnte nur noch die Wahrheit überzeugen. Wolfs Musik. We speak about music. Let's hear it, forderte sie. Wolf schaffte es immerhin, seine CD in die Anlage einzuspeisen. Er stellte sich vor dem Tisch auf und bewegte seinen unproportioniert langen Oberkörper spastisch hin und her. Joe Cocker für Arme! Die Rose und sein eventueller Investor schauten ihm in amüsierter Befremdung zu. Nun wurde es laut. Der Sound des Wolfs erklang. Laut und blechernd aus dem Dutzend böse Boxen. Der Rose war, als hörte sie den Sound of Wolf zum ersten Mal. Es klang künstlich. Die Melodie geklaut. Die Stimme gequält. Falsch. Fadenscheinig. Fake. Nikki blickte zu Boden, als wünschte sie, er möge sich öffnen. In diesem Augenblick wurde ihr erschreckend klar, sie war einer Illusion erlegen. Wolf würde nie und nimmer mehr ein großer Rockstar. Er war ein großer Schwätzer und ein großer Poser vor dem Herrn. Und am allerschlimmsten ein Frauenschläger. Und dennoch liebte sie ihn. Wolf ging so in seiner Illusion auf, dass er fast schon glaubwürdig wirkte mit seinem torkelnden Körper und der peinlichen Luftgitarre, die er nun zu allem Übel auch noch spielte. Winnie Woodstock beendete das Trauerspiel. Er eilte zur Anlage und schaltete sie aus. Wolf erstarrte inmitten seines Tanzes und blickte wie ein begossener Pudel drein. You like? Fragte er unnötigerweise. Der nicht mehr interessierte Investor blickte flüchtig auf die Uhr. Thank you for coming. I have another meeting now. Die Rose lächelte resignierend und packte ihre Utensilien des Erfolgs zurück in die Laptoptasche von MyStar. Thank you for your attention. We're looking forward to hear from you.
Winnie Woodstock brachte sie mit nunmehr alarmierend neutralem Gesichtsausdruck zum Aufzug. Dort drückte er die Rose herzlich an sich und gab ihr drei zarte Wangenküsse. I wish you all the luck in this world. Wolf haute er einen harten Hieb auf den Rücken. Bye, fellow. Take care of your lovely rose. And let me tell you, rap music ain't that bad. Wolf ballte die Hand zur Faust. Die Rose zog ihn in den Aufzug. Die Abfahrt mit dem Highspeed-Aufzug fühlte sich an wie ein Absturz in den Abgrund. Nickys Ohren wurden taub. Sie wollte sich nicht ausmalen, wie ihr Leben nun weitergehen sollte. Sie war in einer Grande Katastrophe gelandet. Selbsteinschätzung und Fremdwirkung sind nicht immer identisch. Wie war ich, wollte Wolf auf der Straße angekommen wissen. Lausig, wollte es ihr entfahren. Doch das bedrohliche Glitzern in seinen Augen hielt sie von der Wahrheit ab. Respektabel war das Beste, was Nicky einfiel. Er blickte explosiv. Respektabel? Du und dieser dämliche Wichser von Woody Woodstock seid ahnungslose Asch... Meine Kunst ist amtlich. Ihr seid noch nicht mal den Dreck unter meinen Fingernägeln wert. Ich bin der König des Rock. Er stieß sie angewidert von sich und trat sie in den Bauch. Schließlich hatte er den schwarzen Karategürtel. Die Rose krümmte sich vor Schmerz zusammen. Winnie Woodstock beobachtete die Szene vom Fenster aus mit Entsetzen. Wie konnte er nur dieser lieblichen Rose helfen? Er konnte nur eines tun. Ihr Unternehmen Voltage musste scheitern. Dann würde sie erkennen, dass der angebetete Gatte ein absolutes Arschloch und ein Versager war. Dann würde sie ihn verlassen und wieder zu sich finden. Und vielleicht ja auch zu ihm. Sie, die sinnliche Sirene, würde Farbe und Erotik in sein fades Liebesleben bringen. Er nahm den Telefonhörer ab und wählte. Er ließ Voltage und Wolf Barzooka auf die schwarze Liste setzen. Miami war ein Dorf. Hier würden sie keinen Fuß in die Tür kriegen.